Ja, hallo, liebe Leser von 1200 Grad. Ich begrüße Sie zu einem Gespräch zur Expo 1200 Grad unserer digitalen Fliesen- und Zubehörmesse. Und heute steht mir Ralf Johann, Geschäftsführer der Firma Gutjahr, Rede und Antwort. Ich begrüße Sie ganz herzlich und verbinde damit gleich meine erste Frage. Ja, was Sie eigentlich von so einer digitalen Fachmesse erwarten? Ja, erstmal guten Tag, Herr Schanze. Ich freue mich auf unser Gespräch heute. Ja, was erwarten wir von einer digitalen Messe? Man muss vorweg schicken, es ist jetzt eigentlich das dritte Jahr, dass wir, wie auch andere in unserer Branche, unsere Verarbeiter kaum noch in Präsenzseminaren erreichen können. Wir leben aber nun mal alle von Innovationen und von daher brauchen wir den Kontakt und suchen auch den Kontakt zu den Verarbeitern. Uns hat Ihr Konzept mit der 1200 Grad Expo überzeugt, weil dieses Konzept sich auf den Verarbeiter fokussiert. Da wollen wir hin. Und von daher erwarten wir, als Neuling auf der Messe, die fand ja letztes Jahr schon mal statt, wie ich gelesen hatte, dass es natürlich genauso eine gute Resonanz gibt wie im letzten Jahr. Und dass wir auch in Dialog mit den, mit den virtuellen Besuchern treten können und dass Frage und Antwort stehen. Sie haben ja genügend Möglichkeiten für die Besucher, das auch zu tun. Und da freuen wir uns drauf. Nun ist eine Messe ja traditionell nicht nur eine wichtige Kontaktbörse für das nächste Geschäftsjahr oder für das laufende Geschäftsjahr, sondern eben auch ein Termin, auf dem man neue Produkte vorstellt. Mit welchen Innovationen kommt Gutjahr zu dieser digitalen Messe? Ja, wir haben uns zwei rausgesucht, die wir in diesem Jahr oder in diesem Halbjahr vorstellen. Ich will nur kurz darauf eingehen. Wir haben ja an dem Freitagnachmittag, glaube ich, auch noch eine Live-Vorführung, wo wir diese Neuprodukte, wo Kollegen die Neuprodukte auch in der Praxis ein bisschen vorstellen. Ja, es fängt einmal an mit unserem Trockenstelzlager Terramax DSL, das wir vor, vielleicht 3 Jahren eingeführt haben. Das haben wir, ich würde sagen, rund erneuert. Zum einen haben alle Stelzlager künftig ein neues Fußelement. Wir nennen das Easy to Wall. Sagt ja vielleicht schon ein bisschen einfach an die Wand. Also, das ist eine andere Fußform, die es dem Verarbeiter ermöglicht, das Stelzlager an die Wand zu stellen, zumal bei aufgehenden Bauteilen, ohne vorher den Fuß schneiden zu müssen. Das ist eine ziemliche Arbeitsersparnis, weil je nach Geometrie kann das etwa 50% aller Stelzlager ausmachen. Darüber hinaus haben wir noch eine neue Höhe, ein XXL-Lager eingeführt. Wir nennen es 2XL, können ja noch mehrere kommen, was es auch ermöglicht, größere Höhen abzudecken. Und das relativ einfach. Das sind so die wichtigsten Dinge zu dem Stelzlager. Im Innenbereich haben wir eine zweite Neuheit, die wir auf der Messe vorstellen werden. Das ist unsere Duschrinne Indotech FlexDrain ID. Die Rinne selbst ist nicht neu. Die haben wir letztes Jahr vorgestellt, sehr erfolgreich eingeführt. Ist eine ablenkbare Duschrinne. Und neu sind zwei Dinge. Einmal gibt es die jetzt nicht nur in den Größen 800, 1000 und 1200 Millimeter, sondern in diesem Jahr auch ab 1,60 Meter oder mit 1,60 Meter Länge, also für besonders großzügige Bäder, aber wird gefordert oder Duschen wird auch gefordert und darauf sind wir eingegangen. Und das Zweite ist, dass wir die Edelstahloberfläche, die wir haben, auch in einer zusätzlichen Farbe, nämlich in Anthrazit, vorstellen. Das heißt, das ist Edelstahl-Anthrazit, das ist eine bestimmte Verfahrensweise, wie man dieses Edelstahl behandelt, damit man da eine dunkle Oberfläche hinkriegt. Sieht also schick aus und bietet halt im Verarbeiter und damit auch seinen Kunden noch mehr Gestaltungsvielfalt. Das sind so die Dinge, wie gesagt, mehr dazu gibt es dann an dem Freitagnachmittag bei dem Live-Webinar. Ne? Ja, da freuen wir uns schon drauf, wenn Sie das im Rahmen von unserem Kongress dann auch ein bisschen detaillierter erläutern. Dann ist es ja so, dass die Pandemie nicht nur das Messewesen durcheinander wirbelt, sondern von den Unternehmen auch eine ganz andere Kundenansprache erfordert. Man muss neue Wege finden, um mit den Kunden zu kommunizieren. Wie setzen Sie das um? Oder was gibt es da an neuen Vermarktungsideen von Gutjahr? Ist nicht ganz einfach, muss ich sagen. Vor allen Dingen bei den Verarbeitern selber. Neben diesen Klassikern, wie jetzt Newsletter, die man beispielsweise schaltet, würde ich vielleicht so ein bisschen zusammenfassen mit dem Thema einerseits Bewegtbild, also immer mehr Videos, immer mehr Erklärdinge, kurze Clips, kurze Erklärungen, versuchen kurzweilig zu bleiben einerseits. Andererseits mehr soziale Medien, also breiter in den sozialen Medien sich aufzustellen, ist so ein Thema, was uns ja nicht erst seit diesem Jahr, aber stärker umtreibt.
Natürlich die Webinare. Wir starten in diesem Jahr unter der Markenbezeichnung Gutier Akademie nicht nur die Webinare, sondern auch die Seminare. Aber die Webinare werden ein bisschen anders aufgebaut sein, als das im letzten Jahr noch der Fall war. Ich sage mal eher so ein, ich nenne es immer so ein Galileo-Format, ne? Also zwar eine Live-Vorführung, aber durchaus auch mit etwas unterhaltsamen Aspekten. Und dann führen wir in diesem Jahr unseren COSI 3.0 ein. Also wir haben vor, das ist jetzt her, vielleicht 2-3 Jahren einen Terrassenkonfigurator eingeführt, komplett Systemkonfigurator, das heißt der COSI. Und der wird in diesem Jahr erweitert um neue Formen, um eine einfache Gefälledarstellung, also um die Dinge ein bisschen einfacher zu machen. Am Ende kommt für den Verarbeiter immer auch ein komplettes Ergebnis raus, also im Prinzip eine komplette Aufstellung, nicht nur zum Beispiel der Anzahl der Stellslage, sondern auch wie viele Profile braucht er, wie viel Abdichtung und. Und das werden wir auch kommunikativ mit dem Verarbeiter spielen. Das soll ihm ja die Arbeit erleichtern. Ja, und ansonsten versuchen wir neben dem Digitalen natürlich so analog wie möglich zu sein. Das klappt ja auf den Baustellen ganz gut. Also das klappt, hat auch in der Pandemie 2020 gut funktioniert und das wird auch, denke ich, in diesem Jahr auch weiter funktionieren. Ja, man muss auf mehr Kanälen spielen. Das ist vielleicht die Botschaft, die man da hat. Aber das macht auch Spaß und ist auch eine tolle Erfahrung. Mhm. Nun ist das vergangene Jahr ja sehr turbulent gewesen, nicht nur durch die Pandemie, sondern auch durch die Folgen oder Konsequenzen, die sich zum Teil daraus abgeleitet haben. Ich nenne mal ein paar Stichwörter: Preiserhöhung, Rohstoffverknappung, Logistikprobleme. Das waren ja alles solche Schlagwörter, die doch ganz schön eingeschlagen haben. Wie ist das Jahr für Gutjahr verlaufen letztes Jahr und inwieweit waren Sie von den Themen, die ich da gerade angesprochen habe, betroffen? Also zum einen hätten wir 2020 nicht geglaubt, dass wir 2021 nochmal mit der Pandemie zu kämpfen haben in dem Maße. Zum zweiten hätten wir 2020 nicht gedacht, dass wir 2021 wieder ein Rekordjahr haben würden. Es ist also sehr gut gelaufen. Ich denke, insgesamt hat die Branche ein gutes Jahr gehabt. Die Baubranche, die sonst als wenig sexy gesehen wird, ist seit der Pandemie insbesondere attraktiv im Vergleich zu anderen Branchen. Also die haben da Glück gehabt. Was uns selbst betrifft, haben wir sicherlich profitiert von einem sehr, sehr starken Exportgeschäft. Das ist ja 2020 so ein bisschen eingebrochen, kam dann bis Ende 2020 wieder und 2021 ist das sehr fulminant gewesen. Aber wir haben auch ein sehr, sehr gutes Inlandsgeschäft gehabt. Auch da haben wir wieder ein Rekordjahr einfahren können. Wir profitieren sicherlich von der Pandemie, von der Tatsache, dass Gelder in den Wohnungsbau gehen. Und es ist umso erstaunlicher, weil wir am Ende vieles nicht machen konnten, keine Präsenzveranstaltung, keine Handwerkerfrühstücke, keine Aktionstage und. Und trotzdem haben wir das geschafft. Also da sind wir sehr froh drüber und es hat uns auch ein Stück weit überrascht, bin ich ehrlich. Also überrascht hat uns natürlich auch das ganze Thema Rohstoffe, Kostensteigerungen. Das war ja ein Wechselbad der Gefühle und kam ja schlagartig für die gesamte Branche. Also Ende 2020 hätte keiner gedacht, dass es solche Erhöhungen gibt. Aber die waren sehr drastisch, sehr dynamisch und haben uns auch zugegebenermaßen in der Form überrascht. Und letztendlich konnten wir auch nur einen Teil der Kostensteigerung in die Preise weitergeben. Ich habe das in den 24 Jahren, seit ich in dieser Branche bin, noch nicht erlebt, eine solche Dynamik. Und leider Gottes ist die ja noch nicht zu Ende. Also die wird uns dann auch dieses Jahr ein Stück weit begleiten. Aber summa summarum war es ein super Jahr. Also will ich jetzt gar nicht rumjammern. Sie haben das Jahr 2022 ja gerade schon selber kurz angesprochen. Man hofft natürlich jetzt auf eine gewisse Beruhigung oder Normalisierung. Wie ist Ihre Prognose? Was glauben Sie, wie das laufen wird? Tja, Herr Schanze, die Hoffnung stirbt zuletzt, ne? Also letztlich ist es so, dass es sind jetzt zwei Teilbereiche. Das ist einmal das Thema Preise und das Thema Verfügbarkeit. Wenn ich mal die Preise nehme, wird uns das noch bis mindestens Mitte 2022 begleiten. Das ist aber keine fundierte Analyse, das sind eher Erwartungshaltungen. Da steckt auch viel Hoffnung drin, dass man ab Mitte 2022 wieder etwas rückgehende Preise hat. Wissen tun wir es letztendlich nicht. Aber wir haben unsere Preisgestaltung darauf eingerichtet, wie wahrscheinlich viele andere auch. Was die Warenverfügbarkeit betrifft,
hatten wir schon in diesem Jahr bis auf ganz wenige Ausnahmen keine Probleme. Wir haben sehr langjährige Vorlieferanten, die sehr zuverlässig sind. Klar, wir mussten natürlich unsere Lagerbestände deutlich erhöhen, unsere Vormaterialeinkäufe deutlich erhöhen, um Ware da zu haben oder um Rohstoffe da zu haben. Das haben wir gemacht und von daher sehe ich bei der Warenverfügbarkeit bis auf ein paar Exoten. Ich sage mal, Exot ist für mich jetzt Silikon. Da wird es nach wie vor Kontingentierung geben, zumindest im ersten Halbjahr, da wenig auf uns zukommen. Aber ich erinnere mich, im letzten Jahr hat jeder gesagt, ja, im zweiten Halbjahr wird es besser. Es wird nicht besser. Also es ist ein Stück weit Hoffnung, dass sich zumindest mal die Kostensituation etwas entspannen wird. Genau. Ja, das war ein sehr interessantes Gespräch. Ich bedanke mich vielmals bei Ihnen, Herr Johann, und wir freuen uns darauf. Das Gutjahr auf der Expo 1200 Grad als Aussteller Premiere feiern wird und wünsche uns allen einen guten Messeverlauf. Herr Schanze, vielen Dank. Ja, wir freuen uns auch drauf. Ich habe ja gesagt, Ausgang ist ein Novum für uns, ist ein spannendes Format und ich hoffe sehr, dass es auch von den Handwerkern auch aktiv genutzt wird, denn es gibt so viele Möglichkeiten, nicht so ein breites Spektrum an Neuheiten oder Produkte in 2 Tagen zu sehen. Also von daher drücken wir uns alle die Daumen, dass es eine erfolgreiche digitale Messe wird.